Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Sumara. Lichtweltverlag, 10.09.2017. Botschaft von Babaji. Empfangen durch Jan Johannes Kassel. Gehörst du zu den wenigen? Erst wenn die Menschen furchtlos werden, beginnt sich das Spiel zu euren Gunsten zu drehen. Erst wenn die Lichtkrieger mutig jedem Widerstand begegnen und niemals vor dem Übel zurückweichen, kann die neue Erde Gestalt annehmen und der neue Mensch Wirklichkeit werden. Erst wenn du bereit bist, alles für das Ganze hinzugeben, wirst du aufsteigen und Erleuchtung erlangen. Fass dir ein Herz, nimm dein Leben in die Hand und entfalte deine ganze Macht und Herrlichkeit. Du bist in der Lage, alles zu verändern. Passivität, Ohnmacht, Furcht und Angst kennst du nicht mehr. Aktion, Machtanwendung, Furchtlosigkeit und Liebe. Das ist es, was jetzt von dir ausstrahlt, sodass es alle wahrnehmen können. Hast du deine Machtthemen erlöst? Hast du Angst davor, diese auszuüben? Befasse dich mit diesen Fragen und, so du einen Rest an Unsicherheit in dir wahrnimmst, rufe mich in deine Gegenwart. In meinem Lichte und mit meiner Liebe wirst du Klarheit erhalten und die Unsicherheiten können weichen. Denn du sollst als vollbewusster Mensch wirken und als vollkommenes göttliches Wesen auf Erden wandeln. Erfasse, was du bewegen kannst. Deinen Spuren sollen jene folgen, die heute zurückbleiben. Du aber sollst in die Welt, die weder Vergangenheit noch Zukunft kennt, zurückkehren. Erfasse es, was sich hier auf Erden zuträgt. In diesen Tagen wird alles umgestellt und alles neu erbaut. Aus einem Guss, in einem großen Akkord, ereignet sich der große Wurf. Fürchte dich niemals, denn die Reiche des Lichts, Heerscharen von Engeln und Armeen aus Lichtkriegern unterschiedlicher Galaxien stehen dir bei und sind dir zu Diensten. Erfasse, was du bewegen kannst, wenn du dir dessen bewusst bist. Das goldene Zeitalter breitet sich aus und wird dennoch nur von den wenigsten gesehen. Die neue Menschheit wächst heran und wird dennoch nur von den wenigsten erkannt und die neue Erde schält sich aus dem alten Kleid und nur die wenigsten nehmen teil daran. Mutig in die neue Zeit, lichtvoll die Finsternis durchschreiten, liebend jedem Hass begegnen und glückselig ankommen. Das ist die Devise dieser Tage, in denen Gott seine Herrlichkeit auf Erden sichtbar macht. Gehörst du zu den wenigen, die begriffen haben? Du bist geliebt. Unendlich bist du geliebt. Ich bin Babaji.